In diesem Video erfährst du heute, wie ich meine Besenreißer reduzieren konnte, auf ganz natürliche Weise. Du bekommst hier wertvolle Tipps in diesem Video. Und ja, natürlich werde ich auch ans Eingemachte gehen, die Ernährung, denn ich habe etwas herausgefunden, was sehr wichtig war in dem Prozess, meine Besenreißer allmählich loszuwerden. Ihr bekommt auch ein ganz tolles Saftrezept, was dir weiter dabei helfen wird, Besenreißer in Schach zu halten, beziehungsweise sogar allmählich verschwinden zu lassen. Denn es hat sehr, sehr viel mehr mit der Ernährung zu tun, als uns lieb ist. Aber was ist denn so die offizielle Version, wie Besenreißer entstehen? Ja, die Venen müssen ja quasi das Blut hochpumpen zum Herzen und klar, das kann man sich vorstellen, hoch entgegen der Schwerkraft und ja, die Schwerkraft haben wir schon mitgekriegt, ist nicht immer unser Freund, gerade wenn es um die optischen Geschichten geht. Und dann kann es natürlich sein, dass die Venenklappen etwas schwächeln und ja, warum, das werde ich gleich erklären. Die Venenklappen können etwas schwächeln, aber auch die Gefäßwände und dann kann es auch zu Blutstauungen kommen. Und ja, wenn das Blut dann nicht mehr richtig gut hochgepumpt werden kann, ja, dann Houston, wir haben ein Problem. Ja, das ist so die offizielle Version. Dann natürlich auch Gene und ja, die Hormone. Genau, diese beiden Dinge werden auch immer wieder genannt. Aber das katapultiert die Menschen ja eher in die Passivität. Hier auf diesem Kanal wollen wir aktiv die Dinge angehen und Frauenleiden ein bisschen in den Griff bekommen, auf natürliche Art und Weise. Und da ich ja so viel experimentiere, möchte ich euch an meiner Reise auch teilhaben lassen. Deswegen folgt mir gerne, gebt mir auch gerne einen Daumen hoch. Ich freue mich immer über euren Support, über eure Unterstützung. Ja, und dann gehen wir jetzt mal ins Eingemachte. Die Gene, wie wir ja heute wissen, die Epigenetik ist ja so ein bisschen steuerbar. Und ja, da haben wir schon einiges in der Hand. Klar, aber auch langes Stehen ist nicht so gut, keine Frage. Wenn du jetzt einen Job hast, wo du viel stehen musst, nicht unbedingt ideal. Rauchen und Alkohol, brauche ich gar nicht drüber sprechen. Aber da sollte ich vielleicht gar nicht erwähnen, dass ich auch so einmal die Woche ein gutes Glas Wein habe. Ja, so ein bisschen genieße ich halt auch mal hin und wieder. Aber wie gesagt, das bleibt unter uns. Eine kleine Sache, die ich mir jetzt auch ein bisschen angewöhnt habe, ist täglich meine 8.000 bis 10.000 Schritte zu laufen. Ich finde, das ist immer so ein kleines, schönes Ziel, was man pro Tag haben kann, dass man sagt, okay, man versucht das zu erreichen. Da gibt es ja hier diese Health-App auf dem Handy, haben bestimmt einige von euch auf dem Smartphone, genau. Und mit diesem Herzen drauf, diese App, also hier auf dem iPhone, keine Werbung, selber gekauft. Und ja, da sehe ich halt immer, was ich so am Tag gelaufen bin. Und ich muss sagen, manchmal kann man echt besessen damit werden, immer auf diese App zu schauen. Sollte man vielleicht nicht machen. Aber wie gesagt, kleine Ziele am Tag zu haben, das verlangt ja nichts. Und vor allen Dingen, wenn ich die dann geschafft habe, die 8.000 bis 10.000 Schritte, dann habe ich auch immer das gute Gefühl, was dafür getan zu haben, dass meine Körpersäfte besser zirkulieren, das Lymphsystem, der Blutkreislauf etc. Ja, ich kenne einige, die wirklich ihre Beine, ihre ganze Struktur an den Beinen verändern konnten. Weniger Zellulite, weniger Besenreißer, Krampfadern, nur dadurch, dass sie mehr basische Nahrung integrieren in ihre Ernährung. Denn es ist so, wenn unser Körper übersäuert ist, und Übersäuerung führt ja auch immer zu Entzündungen im Körper, könnt ihr euch vorstellen. Und gerade das Blut muss immer leicht basisch sein. Und wenn unser Körper spürt, dass das Blut nicht mehr richtig basisch oder mehr in den sauren pH-Wert bekommt, dann kann es richtig düster aussehen, denn unser Körper muss diese Säuren neutralisieren, indem er Mineralien von Bindegewebe und auch von den Knochen zieht, gerade Calcium. Das bedeutet natürlich auch, dass unser vaskuläres System, also auch unsere Blutgefäße, darunter leiden, beziehungsweise er muss es auch von den Gefäßwänden noch lösen. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass sowas Besenreißer und Krampfadern begünstigen kann, wenn da nicht mehr genügend Calcium und andere Mineralien im Gewebe vorhanden ist. Und dann fangen natürlich auch unsere Gefäßwände an zu schwächeln. Könnt ihr euch vorstellen, weil alles wird irgendwie soft, weich, lasch und auch die Gefäßklappen, die können das Blut dann nicht mehr so richtig gut hochpumpen. Ja, dann ist natürlich noch wichtig, dass wir immer genügend Sauerstoff im Körper haben. Klar, Spaziergänge in der Natur sind ganz toll, um Sauerstoff in die Lungen zu bekommen. Aber wir bekommen auch Sauerstoff über die Nahrung. Wusstet ihr das? Über frisches Obst und Gemüse versorgt uns mit Sauerstoff, aber auch gerade frische Säfte. Deswegen machen wir gleich einen, zeige ich euch. Und ja, das ist natürlich dann auch sehr gut, dass die Nährstoffe überall dahin kommen, wo sie sollen. Und generell müssen wir mit Nährstoffen auch versorgt sein, so dass auch die Fließbänder
Gefäßfähigkeit, die Viskosität des Blutes besser gewährleistet ist. Wenn das Blut nämlich zu dick ist, dann kann es auch sein, dass es eher zu Blutstauung kommt. Deswegen versucht natürlich, sehr viel Obst und Gemüse zu integrieren. Kann ich nur wieder empfehlen. Wie gesagt, ihr müsst gar nichts. Ihr könnt euch einfach hier inspirieren lassen. So, jetzt kommen wir wirklich ans Eingemachte. Und zwar, ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Hast du das Gefühl, dass du dich eher säurebildend oder eher basenbildend ernährst? Also säurebildend, fangen wir erstmal mit den säurebildenden Nahrungsmitteln an. Klar, das ist natürlich alles, was verarbeitet ist. Also jetzt von Donuts, Dosennahrung und was weiß ich, verarbeitete Käsewurst brauche ich gar nicht zu sprechen. Das ist natürlich extrem säurebildend im Körper. Dann gibt es aber auch die basenbildenden Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Blattgemüse ist super basenbildend, Sellerie, alle Gemüsesorten, auch Obst wird im Endprodukt der Verdauung basisch. Gerade sogar die sauren Früchte. Ich weiß, manchmal ist es das Gegenteil von dem, wie es scheint. Und ja, auch Oliven, Avocados sind basisch, Sprossen, all diese frischen Nahrungsmittel, rohen Nahrungsmittel sind oftmals basisch. Die Hirse ist auch basisch, unter uns gesagt, auch sehr gut fürs Bindegewebe, sehr viel Silizium drin, Kieselerde. Also auf jeden Fall öfter auch mal Hirse essen, kann ich empfehlen. Hat mir auch sehr geholfen dabei, ein bisschen, ich sag mal hier, straff zu bleiben, ne? Einigermaßen. Übrigens arbeite ich hier mit dem H400 von Hurom und der ist vom Forbes Magazin zum besten Entsafter der Welt gekürt worden. Das ist schon eine Leistung. Der lässt sich nämlich ultra leicht reinigen. In einer Minute ist man durch mit der Reinigung. Ich kann euch da auch zeigen, warum das so ist. Und zwar, ihr habt hier so eine Art Presse und die ist ineinander verzahnt und ja, das war's. Mehr muss man da gar nicht groß reinigen. Diese Teile hier, das ist einfach super easy. Und ja, ich meine, ich weiß, die meisten entsaften einfach nicht, weil sie danach putzen müssen. Ich bei mir genauso. Ich meine, bin auch so eine faule Socke. Ich habe natürlich keinen Bock, das alles dann wegzumachen. Aber der macht halt wirklich das Leben leichter, wie ich finde. Und er hat halt auch eine sehr hohe Saftauspresse durch dieses neue Siebsystem. Und vor allen Dingen, hinten ist der Tresterbehälter schon integriert, das heißt, man hat weniger Sauerei. Also ich liebe den total. So, wenn Julia hier mit einem Messer steht, dann kann das schon nichts Gutes bedeuten. Ihr wisst, Messer kann man für gute Dinge, aber auch für schlechte Dinge nutzen. Und ich nutze es in dem Fall ja für was Gutes. Und zwar, ich schneide damit jetzt mal das Gemüse. Ja, warum ist jetzt in erster Linie rote Beete in dem Saft? Rote Beete, oh Gott, ja. Ihr seht ja schon allein, wie toll die Farbe von rote Beete ist. Und zwar, die rote Beete hat Nitrate und die hilft dabei, die Blutgefäße zu erweitern, beziehungsweise stellt die Blutgefäße weit. Und ja, auch die Venen, das Blut bekommt eine bessere Fließfähigkeit. Die rote Beete ist natürlich durch ihre Antioxidantien sehr entzündungshemmend, dass dann natürlich auch das Blut besser fließen kann. Und das hilft, könnte bei Besenreißer und ja, Rampfadern mitunter behilflich sein. Zeigen sogar Studien, rote Beete sollten wir konsumieren, wenn wir darunter leiden. So, das Betalain in der rote Beete reduziert Entzündung. Die Gurke ist natürlich mega gut für Kieselerde, strafft das Bindegewebe. Und genau, deswegen sollten wir mehr Gurken essen, auch hydriert die Gurke. Ja, dann haben wir Zitrone. Ich mache das ja immer so, dass ich die schäle und einfach reinschmeiße. Aber ihr könnt die auch einfach reinpressen. Ihr müsst die jetzt nicht unbedingt ja, ganz reinschmeißen, weil manchen ist es einfach zu sauer. Das passt schon, aber ich mache das immer sehr, sehr gerne mit in den Saft rein. Dann haben wir noch was weiteres und zwar auch in diesem Saft drin sind dunkle Trauben. Was glaubt ihr, was in der Schale von dunklen Trauben enthalten ist? Die, die mir schon länger folgen, wissen, dass ich ein Riesenfan von Resveratrol bin. Das ist ein sehr starkes Antioxidant, gehört mit zu den Polyphenolen und diese helfen dabei, ja, dass die Blutgefäße gestärkt werden. Das heißt auch Entzündungen in den Blutgefäßen reduziert und natürlich die Gefäßwände werden durch Resveratrol besser geschützt. So, dann haben wir noch Karotten. Das ist sehr wichtig für die Reparatur der Gefäßwände, das Vitamin A in den Karotten. Beziehungsweise die Carotinoide, die kommen natürlich dann auch noch hier rein. Haben wir hier auch Ingwer noch ein bisschen mit dabei. Also wie gesagt, ihr müsst nicht alle Zutaten, wenn ihr irgendwie nicht alle mögt, dann müsst ihr auch nicht alle Zutaten verwenden. Ich mache nur ein bisschen Ingwer rein, sehr gut für die Durchblutung.
hilft auch dabei, das Lymphsystem zu reinigen. Vitamin K für gesundes Blut, auch bei Blutgerinnungsstörungen. Das Chlorophyll ist auch gut für die Blutreinigung. Schaut euch mal das an. Ja, das ist natürlich jetzt hier super hoch, die Saftausbeute. Das ist Wahnsinn, wie viel da rauskommt. Der ist so lecker, der Saft. Den müsst ihr unbedingt mal probieren. Und wenn das noch dabei hilft, dass Besenreißer eventuell reduziert werden können, dann ja. Natürlich. Boden voll gekleckert. Das gehört natürlich immer zum Programm hier dazu bei Julia. Habe ich irgendeine rote Beete? Oh nein. Immer was. Wenn ihr noch unterstützend was für eure Venen tun wollt, dann gibt es natürlich auch super tolle Supplemente wie das hier von Poracell. Das Venenwunder. Also da sind alle Nährstoffe abgestimmt darauf, dass die Venen gekräftigt werden. Natürlich ist ein Supplement jetzt kein Ersatz für eine gesunde Ernährung, keine Frage. Trotzdem finde ich einfach die Inhaltsstoffe phänomenal. Da ist zum Beispiel Rostkastanie drin, Weinlaubextrakt, Pinienrinde, Steinklee und ja einiges an Flavonoide, Tannine, alles was so quasi... Ja, ich sag mal, die Venen stärkt, den Blutfluss etwas animieren kann, beziehungsweise der einfach ein bisschen Unterstützung bieten kann. Ich finde es auch wichtig, dass wir ab und zu mal Nahrungsergänzungen unterstützend mit dazu holen. Geht gar nicht manchmal ohne in der heutigen Welt. Und ja, wie immer, Poracell achtet sehr stark auf gute Qualitätskontrollen und alles ist streng laborgeprüft. Schaut gerne mal bei Poracell vorbei. Ich habe natürlich auch einen Code für euch, da könnt ihr auch noch mal ein bisschen was sparen. Unten verlinkt. Ja, und ich trinke jetzt hier meinen Saft weiter und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis bald, eure Julia. Und vergesst nicht zu kommentieren. Die ersten 24 Stunden lese ich immer alle Kommentare und versuche wirklich so viele wie möglich zu beantworten. Bis bald. Tschüss.